Oh, die Sonne kommt raus. Gott sei Dank. Ja. Guten Morgen, im wahrsten Sinne des Wortes. Guten Morgen. Wir berichten heute von der frühesten aller Stunden, deswegen sehen wir auch so gut aus. Aber lass uns einfach direkt zu den Filmen gehen und nicht zu unseren Augenringen. Wollen wir anfangen mit Frankophonia? Der ist schwieriger. Ja, das ist passend zur frühen Stunde. Frankophonia von Alexander Sokurov. Ja, da fängt schon an, was ist das für ein Film? Es ist ein Doku-Essay, so ein Filmpoem vielleicht. Also grundsätzlich ist das ein Film von Alexander Sokurov über den Pariser Louvre im Zweiten Weltkrieg. Und ab jetzt wird schon schwer, das zu beschreiben. Es ist, ja, es sind so viele Ebenen, die da verschränkt werden. Er selbst ist in seinem Arbeitszimmer, telefoniert über Skype mit irgendeinem Deutschen auf einem Boot, der Kunstschätze bringt. Dann sehen wir Napoleon im Louvre. Dann wird uns die Geschichte erzählt des deutschen SS-Offiziers, der für Kulturgut, nicht Schutz, zuständig von war. Metternich. Von Metternich. Einer der von Metternich. Genau. Der zusammengearbeitet hat mit dem Chef vom Louvre damals. Und es ist total schwer auf einen Punkt zu bringen. Der Film überwältigt einen mit der Fülle an Material, an Montage, an Zeitsprüngen, an fiktionalen Reenactments, an Originalplätzen. Ja. Ich krieg ehrlich gesagt keinen geraden Satz in die Richtung raus, ob ich den Film gut fand oder schlecht fand. Oder das ärgert mich schon seit ein paar Tagen. Weil ich fand den Film viel und ich fand das ganz schön, weil der macht einen wirklich völlig platt schon beim Sehen und auch Tage später kann man, wie man merkt, nicht so richtig drüber reden. Nee. Und weiß auch nicht so richtig. Ich glaube, der entzieht sich so einer Gut- oder Schlecht-Kategorie. Das geht einfach so nicht. Das funktioniert nicht. Der ist einfach da, so ein bisschen wie die Godard'schen Filme, da kann man ja auch nicht sagen, das war gut oder das war schlecht. Ja, Godard sagen viele. Viele sagen aber auch, dass die Deutschen, also die Nazis, viel zu gut wegkommen als Leute, die Kultur so geliebt haben und zum Glück ist noch nichts viel Schlimmeres passiert. Also es ist jetzt nicht mein Einwand gegen diesen Film, aber er entzieht sich allem und weiß gar nicht, ob das so, also mir fehlen so Andeutungsmanöver an den Filmen. Also es gibt so Momente, die ich sehr überzeugend fand, wenn es da heißt, in der Renaissance-Malerei gab es nur Porträts in Europa, warum haben die Moslems nichts und irgendwie denkt man dann automatisch an ISIS und die Sprengungen dieser Kulturerbestätten in Palmyra und wo auch immer. Aber ist das gemeint? Bin ich da jetzt schon wieder viel zu sehr mit der Interpretationskeule rangegangen? Es ist ein Film, der einen auf jeden Fall überwältigt. Das ist wie so eine Rolle, wie so eine Walze, der über dich hinwegwalzt. Empfehlen wir den? Ja, das ist ja jetzt die Frage. Ich weiß, also wenn ich von einem Film nicht überzeugt bin, kann ich ihn nicht empfehlen. Aber ich finde schon, dass man den sehen muss, um sich daran abzuarbeiten, wenn man sich gerne im Kino abarbeitet. Also nur so kann ich sagen. Das Schöne ist, dass Patrick die Kritik dazu schreiben wird. Das heißt, früher oder später musst du dich noch... Sie wird entweder sehr kurz oder sehr lang. Okay, lass uns zu Marguerite gehen, der ist wenigstens besprechbar quasi in dem Falle. Ein Film basiert auf der Geschichte von Florence Foster Jenkins, der wahrscheinlich schlechtesten Opernsängerin der Welt, allerdings diesmal in Frankreich positioniert, eine reiche Frau, die sehr einsam ist, obwohl sie in einer Ehe lebt, die sehr unglücklich ist und so viel Geld hat, dass sie eigentlich nichts mehr machen muss. Aber sie hat sehr, sehr große Liebe zur klassischen Oper und sie hat sich seit Jahren selbst trainiert im Opernsingen und dementsprechend gut ist sie auch. Das Problem ist, sie weiß das nicht und um sie herum, ihr Ehemann, ihr Butler und alle anderen sagen es ihr nicht, sondern tun so, als ob sie ganz toll wäre und lassen sie sozusagen in dieser Illusion. Genau. Und dieses kleine illusorische Leben wird dann bedroht, als sie zu dem Punkt kommt, dass sie sagt, sie möchte das vor richtigem Publikum machen. Dann flippen natürlich alle aus, weil sie sich denken, oh Gott, das wird eine Katastrophe. Wir müssen es ihr sagen, aber wie sagen wir es? Aber gleichzeitig wollen wir es auch gar nicht sagen, denn alle um sie herum profitieren von dieser Frau und zwar aus geldtechnischen Gründen. Ja. Weil sie sehr, sehr, sie ist nicht nur sehr reich, sie gibt auch gerne und deswegen lässt man diese Frau dann in diesem Glauben und natürlich nimmt das Drama hier seinen Lauf, aber nicht... Also was ich schön fand, normalerweise, es wäre sehr einfach gewesen, sich über diese Frau sehr lustig zu machen. Das stimmt, also sie bietet ja ein unglaubliches Angriffsfeld. Aber das macht der Film nicht. Der Film ist sehr humanistisch in seiner Art, wie er mit dieser Frau umgeht und sehr liebevoll. Mhm. Und lotet eigentlich auch so alles aus. Und das Problem ist aber, ich weiß immer noch nicht so richtig, was ich mit ihr anfange. Also warum ist sie zu naiv? Oder weiß sie eigentlich, dass sie nicht so gut ist, aber ignoriert das? Ich würde auch nicht sagen, dass sie in der Illusion... Also mir hat der Film, der ist ja jetzt schon ein paar Tage her, es ist im Wettbewerb, ehrlich gesagt, bisher mein Lieblingsfilm, mich komplett überrascht hat, weil das hätte komplett nach hinten losgehen können.
was du gesagt hast, dass er sich nicht über sie lustig macht und wir auch nicht über sie, das stimmt nicht für die erste Szene, wenn sie rauskommt das und stimmt. Die Königin der Nacht singt. Und ja. Dann erwischen wir uns selber, wie wir, es ist sehr häufig, dass wir über Menschen lachen. Es gibt die ganzen Talk-Casting-Shows, Verzeihung, wo man sich über solche Freaks, die nicht singen können, lustig macht. Darauf profitieren ganz viele Menschen. Und es gibt die Szene am Anfang, wo wir das auch sind. Also wir im Publikum, das Publikum im Film lacht über sie, nicht mit ihr. Das stimmt. Und über den, und Gianolli erwischt uns mit dem Lachen und über die Laufzeit des Films hinweg lernen wir sie kennen, lieben, ist vielleicht zu viel gesagt. Und es ist halt eine Film, die ist vielleicht eine Frau, die ihr Leben erträumt und nicht erreichen möchte. Und ich finde, für solche Menschen gibt es viel zu wenig Platz im Kino. Und es ist ja auch so eine Leidenschaft für die Kunst. Ist doch egal, man muss ja gar kein guter Künstler sein, um sich total in die Kunst zu verlieben. Sei es Oper, sei es Kino, sei es was weiß ich. Also dahingehend, also der Film, ich mag den Film. Ich mochte den Film sehr. Er ist ein Ticken zu lang, aber sonst... Ja, aber es ist wenigstens nicht... Am Anfang, der Film kommt so wie so ein typischer französischer Arthouse. Ja, ganz furchtbar, die Ästhetik. Film her. Ja, und man denkt Ästhetik. So, oh nein, ja. Oh, warum spielt das hier? Und dann kommt da richtig was. Und ja. das fand ich ganz großartig. Das stimmt. Es gibt auch Avantgardisten, die Happenings veranstalten. Es ist auch viel los gut. In diesem Film. Das stimmt. Also wir empfehlen den grundsätzlich. Er kommt auch ins deutsche Kino, Gott sei Dank. Schaut ihn euch an. Wir gehen jetzt erstmal weiter Filme gucken und vielleicht erstmal Kaffee trinken oder irgend sowas. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao. Bis dann.